So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit unserer Mission. Wir haben ja noch mal die, das will ich gerne noch abgearbeitet bekommen. Und dann können wir uns gucken, mal das Finale, dem Finale widmen. Weil das A ist das letzte. Und ich brauche direkt. Aua! Ich brauche ein Auto. Aua! Du kannst nicht nur. Hier geblieben. So, wir fahren zurück zum unserem Kollegen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir wieder rauskommen. Wieso? Dass sie auf mich schießen, interessiert die Cops nicht, ne? Aber wer da könnte. Ja, da müsste, könnte einer nur leichten Lackschaden an der Streifenwagen machen. Ich will eigentlich wieder zurück, nur. So, wir müssen wie gesagt erstmal wieder. Ja, ja, ist gut. Wie kommen wir jetzt wieder zur Hölle zurück ins. Ich vermute, dass ich jetzt einfach gerade im Kreis gefahren bin. Ich sag dazu nichts mehr. Keine Möglichkeit, keine mal zurück. Wie lächerlich ist das? Oh, Alter, was geht mit dieser Karre? Ich habe am Flughafen wieder zu sein, das ist gut. Ja. Also ich komme wieder zurück zum zur Straße zurück, zumindest in meine Wie zurück. Hier unten ist nämlich der Tunnel. Perfekt, wunderbar. Dann kommen wir nämlich oben wieder zurück. Da weiß ich, was Kartell da ausgebreitet hat, ne? Aber mit den Jungs haben wir ein bisschen. Ja. Jetzt, ja, weil die Ampel geht hoch. Ja, verpillt. Ja, will die freiwillig welche Totschen? Ja, ist genau. Ja, ich hätte vor, den Streifenwagen darunter zu werfen, aber gut, egal. So kann man uns auch Geld machen, einfach Autos zu Schrott fahren. Ich setze die Karre weg, ich hab keinen Bock auf den Wagen. Also der Kopf ist weg. So, jetzt habe ich zumindest mal ein Auto wieder. Was halbwegs heile ist. Weil sie aber genauso beschissen fährt wie. Hau ab. So, den Ray wollen wir noch nicht machen. Wir will erstmal Donald Waff abarbeiten. Das will das Thema.
Ich glaube, es könnte aber tatsächlich die letzte Mission sein. Ich verrate tatsächlich noch nicht welche, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich wirklich schon die letzte ist. Es kann sein. Ich will aber das Thema gerne abarbeiten, als ich dann einfach Ruhe vor dem Typen habe. Lockvogel. Oh Gott. Noch eine Mission. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. So, gut, wir müssen also Lockvogel spielen. Die Frage ist, was? Ich kann mich jetzt gerade nicht an diese Mission erinnern. Das muss ich aber gleich gucken, wo sie ist. Was ist für eine? Wir haben jedenfalls kein Zeitlimit. Das ist schon mal wichtig. Also dann ist es danach. Ah, ich will diesen Typen nicht weghaben. Aber der geht mir so ein bisschen auf den Piss gerade. Wir sind irgendwie also rüber wieder nach. Ich kann mir natürlich jetzt keine Mühle, kein Auto klauen. Warte mal, was müssen wir machen? Ich muss mir die Mission erstmal angucken. Das habe ich jetzt schwer gewonnen, wenn ich kann mit dieser Karre nicht arbeiten. Das geht nicht. Ein Kuruma, mit dem wir, kennen wir ja mehr aus, zum Beispiel aus GTA 5. Ah! Der fährt einfach mal kurz so weiter. Ich warte nämlich vor den ersten, die zwei zu rammen. Na ja, wie auch immer. So, die Frage ist, wie machen wir das? Was muss ich machen? Oder wie auch immer. Wie sieht das aus? Ne, wir müssen vorne hin, ne? Irgendwo. Warum auch immer, der Kopf da parkt. Ja, ich weiß, wir sind zu früh abgewogen. Warte mal, kann ich jetzt ohne Rudi mal rein? Müssen wir das Auto klauen? Wie sieht das vom Lager aus, wir klopfen? Na gut. Zwei Minuten 40 Zeit, um die Cops loszuwerden.
der eine Kopf ist schon mal weg. Ich muss in den Tunnel. 2.13 noch. Also wir müssen ein bisschen arbeiten. Schade hält sich doch sehr gering, das ist das Gute. Geh weg. Ich glaube, der Heli da oben ist gerade mir egal. 1,5 Minuten noch. Also 1 Minute, aber rum. Den kriege ich nicht so einfach weg. Eine Minute noch, liebe Leute. Eine Minute haben wir noch. Der Schaden ist sehr gering, das kriegen wir hin. Leider die Karre liegt natürlich direkt auf die Seite, aber das ist schon gut. So, dann haben wir das Spielchen wieder zurück. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Mission geschafft. Easy. So. Das war jetzt nicht das, wie gesagt, größte Problem. Dann fahren wir jetzt zurück zu D, Donald. Und nehmen die hoffentlich letzte Mission. Aber ich ehrlich bin, es ist nur diese Kenji-Mission, aber die musste man auch erstmal raffen. Also wie gesagt, nicht raffen, sondern ja, musste ein bisschen Glück, musste sie die erstmal schaffen. So, dann fahren wir zu. Die geht's wieder rein, das heißt, wir haben ein Auto zumindest mal. Aber. Stellen wir den Transporter da unten rein. So. Dann speichern wir nochmal Ende. Dann war's das für uns. Für euch heute mit GTA. Bis dahin und tschüss.